Sie müssen die Woche wieder auf Tour, ein paar rote Fähnchen abarbeiten. Es muss Dienstag gewesen sein. Er hatte die kornblumenblaue Krawatte um. Sie wollen, dass ich meine derzeitigen Berichte unterordne, ja, bis Sie eine Statusaufwertung empfehlen. Das sind Ihre vorrangigen Aufgaben. Die Flüge sind gebucht. Rufen Sie mich an, wenn es irgendwo hakt. Er war so voller Pep. Er hatte wohl schon seinen Espresso Macchiato-Einlauf hinter sich. Wie so viele andere war ich zu einem Sklaven des IKEA-Nestbautriebes geworden. Ja, ich würde gerne die Erika Vicari Tagesdecke bestellen. Bleiben Sie bitte dran. Wenn ich irgendwas Raffiniertes sah, wie ein Beistelltisch in Form eines Yin-Yang, musste ich es haben. Die Klipsk-Büromöbelserie, das Hovetrecke-Trimrad oder das Billesund-Sofa mit dem grün gestreiften Strinnebezug. Sogar die Rüßlamper-Leuchtenschirme aus umweltfreundlichem, ungebleichtem Papier. Ich blätterte Kataloge durch und fragte mich, welche Esszimmergarnitur wohl meine Persönlichkeit definiert. Ich hatte alles, sogar das Glasgeschirr mit den Bläschen und den winzigen Federn, die bewiesen, dass es von Hand hergestellt wurde, von den ehrlichen, hart arbeitenden, eingeborenen Menschen von sonst wo. Ich warte die ganze Zeit. Ein Augenblick.